Steve hier, aka Zickzack PvP. Nein, Spaß, okay, ich muss es am Anfang immer irgendwie sagen, weil es echt ein bisschen lustig ist. Willkommen zu Syndicate Games, wir sind hier auf multicube.net, den Server, den ich eigentlich nur deswegen spiele. Und hier seht ihr ein wenig eine kleine Veränderung, es gibt jetzt eine neue Killstreak-Dings, also ich werde jetzt auch Killstreaks angezeigt. Und ja, es gibt ein neues Ranking, sprich auch auf der Website kannst du sehen unter den Top 100, was deine beste Killstreak ist und was dein bester Score ist. So. Ich bin in den Top 100, irgendwie, keine Ahnung, mit dem Punkt irgendwie Platz 80 oder so, mit der Killstreak irgendwie 50, aber ist schon ein bisschen länger her, seit ich geguckt habe. Und Syndicate Games, darf man nicht vergessen, ist auch ein cooles Projekt, sag ich mal. Ich weiß, dass das nicht so viele von euch sehen werden, aber es macht halt einfach ganz viel Spaß, finde ich, und ich spiele es halt auch persönlich relativ oft, wie ihr gesehen habt. Halt immer dann so irgendwie, wenn es ein bisschen langweilig wird. Irgendwie, wenn es dann spät ist, dann, wenn man nicht mehr weiß, was man so wirklich machen soll. Wenn man nur noch so ein bisschen TS chillt und so weiter, mit ein paar Leuten redet, dann spielt man halt Syndicate Games. So sieht es jedenfalls bei mir aus. Und wir spielen diese Map Cavern nicht nur, weil es meine Lieblingsmap ist, sondern ich habe hier einen Bug rausgefunden. Also keinen richtigen Bug, aber einen Fehler an der Map halt. Und dieser Fehler ist an sich ziemlich OP. Und vielleicht werde ich ihn euch noch zeigen, aber erstmal machen wir ein paar normale Kämpfe. Und dann werde ich ihn euch zeigen. Weil, wenn ich gern gegen euch, also gegen einen von euch vielleicht irgendwann spiele, also wenn ich dann im Game sehe oder dieser Bug, sag ich mal, mehr oder weniger rumgeht, ist halt nicht so cool. Weil, der fuckt ab. So, ich habe jetzt zwar keine Ahnung, wo der Typ ist. Aber doch da vorne. Oh mein Gott, best Ender Pearl. Okay. Ja, okay. So, wir sehen uns gleich. Ich mach Cuts. Okay, bis gleich. So, von den Sets her haben wir einen relativ einen guten Spieler. Mal gucken, vielleicht wird er auch rushen. Ich bin ja eigentlich auch im Rushen, wenn ich in den ersten beiden Kisten ein Dingsschwert habe. Und ich denke mal schon, dass er rusht. Wahrscheinlich. Hoffen wir mal, dass er nicht unbedingt ein Schwert hat. Ja, okay, haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube, mit den Cuts, das ist jetzt echt ein bisschen doof, wenn die Runde manchmal so schnell zu Ende geht. Deswegen lasse ich das einfach und spiele im Hintergrund mal nebenbei. Ich wollte mal ein Thema ansprechen, was ihr auch in die Kommentare zwei, dreimal geschrieben habt. Und zwar ist es so das Thema Drogen und Rauchen und sowas. Und das ist ja, ich sag mal schon, ist ein interessantes Thema. Mal vielleicht von mir zu hören, wie ich dazu stehe, was ich dazu sage. Und von vornherein sage ich einfach, jeder soll machen, was er denkt. Aber ich sag ganz ehrlich, nein, brauche ich nicht. Also ich bin schon immer so der gewesen, der dann, wenn irgendwie die Situation kam, dass dann irgendwelche angefangen haben, halt irgendwas durchzuziehen oder irgendwie so, dass ich halt immer mir egal war, ob ich dann irgendwie doof dastehe oder irgendwie doof aussehe, dass ich gesagt habe, nee, Digga, brauche ich nicht, mache ich nicht. Weil, ganz ehrlich, ich sehe nicht so wirklich den Sinn dahinter und ich bin so ein Typ, ich brauche auch sowas nicht, um lustig zu sein oder so. Und das ist bei mir eigentlich fast genauso wie mit Alkohol. Also, ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt sagt, nein, gar nicht und so weiter. Aber ich habe einfach manchmal einfach gar keinen Bock so drauf. Das liegt auch so ein bisschen daran, ich habe halt früher halt Leichtathletik gemacht und dabei Handball gespielt und habe dann später auch Handball dann aufgehört und habe Leichtathletik nur noch weiter gemacht. Und es war halt schon so ein bisschen schon auf Leistungssportebene so, jetzt nicht so, halt nicht übertreiben oder so, aber da ist schon die Sache, da kriegst du halt von deinem Trainer schon eingeblößt, ja. Lass die Finger von sowas und sowas prägt einen auch ein bisschen, wenn du das halt ein paar Jahre gemacht hast, ja. Also ich habe ja damit auch relativ klein angefangen. Und dann noch ziemlich lang weitergemacht. Mit Stress aufgehört. Und mein Verein hat sich letztendlich auch dann aufgelöst. Deswegen hat sich das so ergeben und deswegen habe ich auch diese Meinung dazu. Jeder soll machen, wie er will. Ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass ich dann sage, ey, was machst du da? Und so weiter. Du trinkst ja Alkohol oder so. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt von alleine sagt, ja, ich muss jetzt rauchen oder so weiter. Weil ich finde es auch dann echt hart, wenn man unter 18 oder so in die Abhängigkeit kommt, weißt du? Also wenn ich dann echt schon sagen muss, ja, ohne halte ich es nicht aus oder so, das finde ich dann schon, das finde ich hart.
Und ich finde, ich kann euch so sagen, wenn ihr so einen auf Partyrauch oder so macht, alles okay und so weiter. Aber ich sage dir, du bist dann erst ein Raucher, sage ich mal. Also es ist erstmal schon relativ ernster, wenn du das erste Mal deine Kippen selber kaufst. Also wenn du sagst, ja, ich muss die selber kaufen. Weißt du, auf Partys und so weiter, da kriegst du noch von ein paar Kollegen oder sowas ab. Aber so, ja. Und ich habe auch schon gesagt, so Drogen und so weiter, habe ich auch am Anfang da gesagt, dass das war so in den, sag ich mal, in den Gruppen, wenn da mal ein Johnny durchgereicht wurde oder so, dass ich dann Nein gesagt habe. Das war jetzt nicht bezogen auf Zigaretten oder so. Also Drogen so oder so nicht. Solltet ihr auch nicht machen, wenn ihr... Es ist... ja, für eure Gesundheit echt nicht so gut. Und fangt's gar nicht erst an. Also, ich habe es nie gemacht. Ich will es auch gar nicht wissen. Mich verlockt es gar nicht. Ich will auch gar nicht wissen, wie das ist oder so. Also, keine Ahnung. Mir jetzt so eigentlich relativ egal, ob das jetzt cool oder uncool ist oder so. Ich denke da an meiner, also ich denke bei der Sache eigentlich nur an mich. Also, aber ich habe auch, muss ich sagen, so einen Freundeskreis, der auch akzeptiert. Ja, der dann sagt, ja, ist korrekt eigentlich, eigentlich hast du recht und so weiter. Und wenn du dann halt Freunde hast, die dann echt komisch drauf sind und dir sagen, hä, bist du dumm oder so, hä, mach mal mit und so. Dann sind das auch meistens nicht so richtige, finde ich, so ganz persönlich. Und das ist mir auch sehr wichtig, ne, dass man den richtigen Freundeskreis hat. Logisch irgendwie, ne? Pink Player. Okay, Digga, ich habe mich unter der Leiter versteckt. Ja. Aber finde ich gut, dass ihr so eine Themen auch vorschlagt aus dem Real Life. Finde ich auch super interessant. Könnt ihr auch mal so schreiben, ne? Also ich denke mal, ich bin zwar jetzt auch 17 Jahre alt und vielleicht ist jetzt nicht jeder so alt wie ich oder älter als ich und vielleicht habt ihr auch noch nicht so viel Erfahrung oder so, habe ich auch nicht, aber halt noch nicht so damit im Leben zu tun gehabt, was ja auch gut ist. Aber ich sage euch einfach nur als Tipp, fangt gar nicht erst an. Bleibt einfach cool. Ne? Ich weiß selber, dass man manchmal nicht drumherum kommt, mal. Oh, das war jetzt knapp. Mal einen Schluck mitzutrinken oder so, aber ist alles cool und so. Aber nie übertreiben. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video jetzt noch gehen soll. Ich würde sagen, ich spiele noch zwei Dinger. Und den Bug machen wir so, ich zeige euch diesen Bug, wenn dieses Video, ja, ich bin so ein Huso jetzt, wenn dieses Video, sag ich mal, 110 Likes kriegt. 110. Weil das wäre für Syndicate Games ganz okay. Ne, eigentlich relativ gut. Dann würde ich sagen, okay, ich zeige euch den Bug. Und der Bug, der ist wirklich eigentlich ziemlich geil. Also wenn ihr den wisst, dann könnt ihr eigentlich so gut wie jede Runde auf dieser Map hier gewinnen. Also der funktioniert auf K1. Aber es ist einfach mega lustig irgendwie, weil du deine Gegner mit richtig anpissen kannst. Und es ist halt kein, ich weiß nicht, ob es direktes Bug-Using ist. Aber eigentlich, ja, du, naja, du nutzt halt was aus. Aber Bug-Using ist es wirklich nicht, oder Hacken oder irgendwas jetzt. Also die Richtung müsst ihr jetzt gar nicht denken. So, ich würde sagen, eine Runde spielen wir noch. Wie gewohnt, K1. Ja, K1 ist einfach geil, weil man die einfach so schnell rushen kann. Und ich denke mal, die Leute hier, die spielen bestimmt auch eine bestimmte Map nur. Und machen nicht auf. Ich spiele mal alle durch. Okay, da haben wir nochmal hier einen Typen, auch positive Stats. Mal gucken. Das sind immer so Leute, die halt auch gerne rushen. Ist halt, viele spielen halt auch K1 wegen dem Rush. Da oben ist noch ein Ender Chest, aber ich habe jetzt meistens keinen Bock da drauf, weil ich meistens eh nicht so viele jetzt brauche und dann eh gerusht werde. Und dann gehe ich eigentlich immer auf den Wasserfall als nächstes. Also meine Route ist schon ziemlich positiv. Tief, glaube ich. Oh mein Gott. Okay. Fuck, jetzt habe ich euch doch gezeigt.
Oh mein Gott. Na. Oh Mann, wie geil. Jetzt hab ich euch doch den scheiß Bug gezeigt. Mann, kacke, egal. Also ihr habt's gesehen, man kann sich aus dieser Map halt rausbuggen. Und sich das halt zu seinem Vorteil nutzen. Ihr habt's gesehen, wie knapp das war. Ich hatte einfach kein Schwert gehabt, er schon. Und hab dann am Ende echt ein bisschen Glück gehabt. Ich wusste, dass da links noch irgendwo so eine kleinere Insel ist. Und deswegen habe ich das gerade gemacht. Also, ja, wäre halt trotzdem cool, wenn wir die Likes schaffen würden. Aber jetzt habe ich es euch trotzdem gezeigt. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem schon geliked. Ich glaube, das macht auch keiner, ne? Stell dir vor, du machst so Pack-Release oder so Ankündigung. Und dann letzten Endes ist es trotzdem einfach der Download-Link drin, obwohl du gesagt hast, ja, keine Ahnung, 4 Millionen Likes. Ich kam mir schon komisch vor, wo ich sowas gesagt habe, aber eigentlich machen wir sowas nicht. So, das war's dann jetzt mit der Episode. Ich werde dann gleich jetzt ein bisschen HG aufnehmen. Da werde ich bestimmt vielleicht nicht so wenig Zeit investieren, aber zwei Videos habe ich schon mal. Das läuft eigentlich schon ganz gut in innerhalb von nicht mal einer Stunde. Also ich habe alles eigentlich One-Take gemacht. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Bewertung. Falls euch dieser, keine Ahnung, dieser Map-Dings irgendwie anpisst oder ihr das noch nicht wusstet, meinetwegen sagt es auch ruhig in einem Mod oder so weiter. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Es ist ja einfach nur ein Block, der da hingesetzt werden muss. Und dann ist es ja schon gefixt. Es ist einfach nur ein Map-Fehler. Und dann ist schon das Problem gelöst. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.